Es geht aber weiter mit Daten. Und zwar um mindestens ebenso sensible, vielleicht sogar noch sensiblere Daten, die im Gesundheitsbereich anfallen. Wir haben nämlich in den vergangenen Jahren, in den vergangenen zweieinhalb Jahren einen enormen Sprung in Sachen Digitalisierung des Gesundheitswesens feststellen können in Deutschland, seitdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei dem Thema auf die Tube drückt. Das allerdings, wie Kritikerinnen bemängeln, eben sehr oft zum Preis des Datenschutzes. Wichtige Datenschutzfragen und Zugangsberechtigungsfragen werden ausgeklammert, gar nicht geklärt, später geklärt. Es gibt keinen Minister, den der Bundesdatenschutzbeauftragte in seinem Jahresbericht für das vergangene Jahr heftiger kritisiert hat als den Bundesgesundheitsminister. Genau auf diese Pläne, die Entwicklung rund um die Telematik, die Patientenakte, die Gematik, wird jetzt Elke Steven eingehen. Herzlich willkommen, Elke, Soziologin. Ja, erstmal ein Applaus. Elke ist Soziologin, war lange Zeit beim Komitee für Grundrechte tätig, sozusagen Bürgerrechtsveteranin und seit einigen Jahren Geschäftsführerin des Vereins Digitale Gesellschaft. Schön, dass du da bist, Elke, und uns etwas über die Digitalisierung des Gesundheitswesens und die damit verbundenen Risiken erzählst. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich, dass ich hier nochmal darüber berichten kann. Es tut sich einerseits viel in der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Es werden ständig neue Gesetze erlassen. Gleichzeitig gibt es eine Initiative immer stärker, auch für die Forschung Daten zu sammeln. Und ich werde deshalb nochmal versuchen, so ein wenig den Überblick über die aktuellen Entwicklungen zu geben. Im Prinzip muss man ja sagen, seit 2004 mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz ist der Anfang gemacht und da ging es genau schon um die Dinge, um die es jetzt im Juli mit der Verabschiedung des Patientendatenschutzgesetzes im Bundestag auch gegangen ist, nämlich um die Telematikinfrastruktur, um Fragen zur elektronischen Gesundheitskarte. Und während 2006 das eigentlich schon alles eingeführt werden sollte, sind wir jetzt immer noch dabei und jetzt soll es 2021 tatsächlich soweit sein. Aber es bleibt durchaus die Frage, ob es dann wirklich soweit kommt. Ich werde gleich noch ein bisschen zu diesen diversen Fragen, die damit entstehen, berichten. Das eine ist die Telematikinfrastruktur, die ist ja die Grundlage, die eigentlich die Kommunikation zwischen Arztpraxen, Ärzten, Krankenhaus, Apotheken ermöglichen soll und das eben in einem gesicherten Form, in dem tatsächlich die Gesundheitsdaten tatsächlich sicher kommuniziert werden zwischen den verschiedenen Beteiligten. Das ist natürlich eine völlig sinnvolle und hilfreiche Angelegenheit, wenn es denn funktionieren würde, weil Faxe und Briefe per Post sind sicherlich nicht die Alternative, wie die Kommunikation auf Dauer weitergehen soll. Die Schwierigkeiten dazu komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und dann geht es um diese zentralen Sammlungen von Gesundheitsdaten. Das war immer die Diskussion um die elektronische Patientenakte. Was heißt das eigentlich, wenn die Patientendaten alle ja nicht auf der Gesundheitskarte gespeichert werden, sondern mit Hilfe der Gesundheitskarte auf vernetzten Servern gespeichert werden. Immerhin kann man aus der Perspektive von Cybersicherheit eben auch sagen, vernetzte Server können gar nicht so sicher sein, dass auf Datensammlungen da nicht zurückgegriffen werden kann. Und dann gibt es eben dieses dritte Feld, was im Moment nochmal richtig massiv auch Werbung dafür macht, nämlich Big Data Sammlungen für medizinische Forschung. Und medizinische Forschung ist natürlich eine sinnvolle Sache, aber auch nicht jede medizinische Forschung ist sinnvoll und im Sinne und im Interesse von Gesellschaft, sondern auch da muss man gucken, welche Forschung geht es tatsächlich. Und natürlich stellen sich eine Menge mehr Fragen, wie diese Daten dann eigentlich
gesichert werden sollen und was mit denen passiert. Ich hatte eben schon mal angefangen mit dem Patientendatenschutzgesetz, was eben das letzte Gesetz ist, was jetzt am 3. Juli 2020 vom Bundestag verabschiedet worden ist, nach längeren Diskussionen, auch öffentlichen Diskussionen, sehr viel Kritik von vielen Seiten, von der Datenschutzbehörde, vom Bundesrat und natürlich von vielen verschiedenen Verbänden. Das ist ein richtig umfassendes Gesetz und ich will da auch nur jetzt ein paar der Kritikpunkte kurz benennen. Das eine ist so ganz zentral, die Frage nochmal, die jetzt geregelt ist, die Rolle der Gematik. Die Gematik ist die Vereinigung oder die Organisation, die eigentlich die Anweisungen gibt, reguliert, wie die Installation dieser Telematik-Infrastruktur eigentlich funktionieren soll. Diese Gematik, die eigentlich alles regelt und die alle Anweisungen gibt, ist aber jetzt überhaupt nicht verantwortlich für das, was dann damit passiert. Das heißt, wenn es Verletzungen des Datenschutzes gibt, wenn Patientendaten öffentlich werden, wenn jemand Nachteile dadurch hat, dass Daten in irgendwelche anderen Zusammenhängen öffentlich werden, dann haften dafür die Ärzte, Kliniken, Apotheker, und gerade die Ärzte und die Arztpraxen sind diejenigen, die ja eigentlich überhaupt kein Verständnis von der Technik haben und die deshalb eigentlich das nicht selber, auch selber gar nicht entscheiden können, sondern die Installation eigentlich nur ermöglichen müssen. Es gibt deshalb Ärzte, die schon mal gesagt haben, deshalb brauchen wir eine Datenschutzfolgenabschätzung für uns als Arztpraxis, die wir haben machen lassen, die zu dem Ergebnis kommt, das kann man eigentlich nicht für die Sicherheit dieser Daten garantieren. Aber dann bleibt ihnen trotzdem nichts anderes über, als sich trotzdem anzuschließen, weil sie eben dazu gezwungen sind und ab dem 01.01.2021 auf jeden Fall auch die elektronische Patientenakte anbieten müssen, die eben nur für die Patienten freiwillig ist, aber die Arztpraxen müssen es anbieten. Dann gibt es eben die elektronische Patientenakte zum 01.01.2021 jetzt festgelegt, aber die wird im ersten Jahr noch nicht wirklich so funktionieren, wie sie später mal funktionieren soll, sondern sie wird zunächst nur mal so funktionieren, dass wer diese Akte überhaupt anlegt, damit zustimmt, dass jeder, der auch Zugriff auf diese elektronische Patientenakte oder die elektronische Gesundheitskarte hat, damit auch den Zugriff auf alle Daten hat. Das heißt, dass später, erst ein Jahr später, soll dann die Möglichkeit bestehen, dass man Zugriffsrechte auch regelt. Also, dass man sagen kann, dass der Augenarzt nicht wissen muss, was beim Psychotherapeuten war, und solche klaren Grenzen setzen kann, die ja durchaus sinnvoll sind, was ich immer so ein bisschen schmunzelnd feststelle, wo ich denke, okay, es wird ja dazu führen, dass man diese Patientenakte erst recht noch nicht in dem ersten Jahr anlegt, weil man sicherlich nicht will, dass jeder Arzt immer auch alles weiß, was einen sonst noch so betrifft. Dann gibt es noch eine ganze Menge anderer Funktionen, und die jetzt mit dieser elektronischen Gesundheitskarte möglich werden sollen. Das macht zum Teil durchaus Sinn. Ich will hier nur eigentlich einen Punkt noch benennen, wo so deutlich geworden ist, dass da auch unsinnige Regelungen drinstecken. Also die Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung wird bisher zentral gesammelt bei der Bundesnotarkammer. Und das macht auch Sinn, dass die da an dieser Stelle zentral gesammelt wird. Jetzt soll sie aber außerdem auch noch mit Hilfe der elektronischen Gesundheitskarte notiert werden können. Es wird nicht kontrolliert, ob das dieselbe ist, ob es eine Übereinstimmung gibt, und der Organspendeausweis soll auch noch mit der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden, und das wiederum können dann auch wieder sich widersprechende Verfügungen sein, weil Organspendeausweis und Patientenverfügung durchaus sich widersprechen können. Aber das sind auch viele solche Kleinigkeiten, also scheinbar Kleinigkeiten, aber die natürlich in der Praxis und im Umgang dann tatsächlich eine Menge ausmachen können. Noch
noch eine Kleinigkeit dazu, die jetzt schon ein bisschen in die Richtung von Datensammlungen weitergeht. Die Krankenkassen können die Daten über die bei ihr in Anspruch genommenen Leistungen ab 2022 dann auch auf die elektronische Patientenakte speichern, wenn der Versicherte dem zugestimmt hat. Also man muss schon sagen, die Patientenakte ist das, was wirklich für bisher völlig freiwillig ist und wo jeder Versicherte selber darüber entscheiden kann, ob er dem überhaupt zustimmt und die führen will. Aber es kann natürlich immer auch gute Gründe geben. Nur es gibt eben gleichzeitig den Grund, der dagegen spricht, nämlich dass diese Daten dann in einem hohen Maße von Sammlung von Daten eben nicht nur das, was der Arzt einem da drauf einträgt, sondern eben auch mit Daten aus den Krankenkassen und dann noch mit Daten aus den Fitnessarmbändern zusammengetragen wird und dann doch ein hohes Maß an Informationen über eine Person zusammengestellt wird, die eben auf vernetzten Servern liegen. Eine Geschichte noch am Rande, in dem Patientendatenschutzgesetz, was jetzt verabschiedet worden ist, ist noch eine Änderung vorgenommen worden, die in dem digitalen Versorgungsgesetz, was letzten November verabschiedet worden ist, das eine Veränderung für dieses Gesetz besagt. Und das macht schon auch wieder deutlich, da werden dann, und das ist ganz kurzfristig noch geändert worden, sodass es mal erst auch keiner richtig mitgekriegt hat, was das bedeutet. Da ist jetzt geregelt, dass die Krankenkassen nicht nur marktorientierte Auswertung der Versorgungsdaten, die sie haben, machen können, sondern auch eine individualisierte Auswertung und dann nur noch der Versicherte dem Angeboten, die Krankenkassen machen, widersprechen kann oder sagen kann, dass er solche Angebote nicht haben will. Aber die Möglichkeit der Auswertung, die bisher eben auch hätte, die Versicherten auch hätten zustimmen müssen, die ist da jetzt so geregelt, dass es eben auch ohne Zustimmung geht. Und das macht deutlich, wie groß die Interessen sind, mit diesen Daten weiterzuarbeiten und immer stärker so eine individualisierte Perspektive darauf zu kriegen. Und damals hat schon der Bundesrat vor allem sehr stark darauf hingewiesen, dass es ein Potenzial für eine Diskriminierung von Gruppen, von bestimmten Krankheitsbildern und so weiter gibt, die schon in diesem alten Gesetz deutlich wurde und inzwischen eben mit den neuen Regelungen durchaus noch wieder verstärkt worden ist. Ich hatte eben schon mal zur Telematik-Infrastruktur gesagt, dass das eines der sehr umstrittenen Formen ist. Gerade die Ärzte haben immer wieder sehr kritisiert, dass das jetzt so schnell geht. Gut, von 2006 bis 2020 ist schon eine ganze Menge Zeit ins Land gegangen. Und trotzdem, wenn es jetzt eingeführt werden soll, hat sich natürlich auch Technik in dieser Zeit verändert. Die Anforderungen haben sich verändert. Und die Arztpraxen machen gerade und haben wirklich gerade dieses Jahr nochmal sehr die Erfahrung gemacht, dass dann die Technik eben überhaupt nicht funktioniert. Mehrere Monate ist wohl immer wieder der Connector ausgefallen. Waren noch nicht mal der Abgleich der versicherten Daten, also dieses Stammdatenabgleich zwischen Krankenkasse und elektronischen Gesundheitskarte möglich. Und wenn dann schon solche einfachen Funktionen nicht funktionieren, dann kann man schon verstehen, dass Ärzte, Apotheken Bedenken haben, dass wenn es dann nur noch elektronisch gehen soll, dass es dann eben gar nicht funktioniert und dass es dann überhaupt keinen Ersatz dafür gibt und von daher warnen davor, sich da jetzt von abhängig zu machen. Zunächst mal haben jetzt auch im Juni, glaube ich, 8 Kassenärzte, landeskassenärztliche Vereinigungen an den Bundesverband geschrieben und gesagt, sie sehen einfach die dringende Notwendigkeit, jetzt das zu verändern. Der Bundesverband müsste da endlich aktiv werden, die Politik der Gematik, der Zeitdruck, der im Moment entstehen würde. Der Steinzeit-Connector, mit dem das alles passieren sollte, das wäre alles unzumutbar und deshalb verlangt hatten, dass die kassenärztliche Bundesvereinigung aktiv wird.
Das haben die dann relativ schnell auch tatsächlich getan und haben jetzt mit allen Landesverbänden gemeinsam einen Brief an den Bundesgesundheitsminister Spahn geschrieben, in dem sie auch nochmal sehr stark den Druck machen, so geht's nicht. Nun ist das wiederum ganz klar, das ist das Interesse der Kassenärzte, die eher A, mehr Zeit haben wollen, aber die eben auch ganz klar mit der Art des Connectors unzufrieden sind, aber zugleich auch unzufrieden sind, dass das BSI doch sehr hohe Anforderungen an die Sicherheit stellt und da eigentlich auch wollen, dass es da die Sicherheitsanforderungen reduziert werden, was das Ganze auch wieder etwas fragwürdiger macht, oder man muss sich eben klar sein, dass es tatsächlich um ganz konkrete Interessen auch geht. Genau, das andere ist dann die Frage nach dem Big Data für medizinische Forschung. Und da geht es auch eigentlich immer nur, wenn überhaupt etwas diskutiert wird, dann geht es eher um die Frage, wo können wir noch mehr Daten herbekommen, weil es eben klar ist, dass für die aktuelle Form von medizinischer Forschung immer mehr notwendig ist, wirklich auf riesige Datenmengen zurückzugreifen, ganz viele verschiedene Informationen zu haben und damit letztlich auch mit künstlicher Intelligenz anders umgehen zu können. Aber damit entstehen eben auch große Datensammlungen, wo die Frage, können die eigentlich sicher aufbewahrt werden, kaum gestellt werden oder natürlich in den Forschungsprojekten gestellt werden. Aber meines Erachtens ist das noch immer ziemlich unterbelichtet. Genau, das ist die eine Frage. Die andere Frage wäre dann, in wessen Interesse eigentlich die Forschung, medizinische Forschung ist eben nicht einfach so und selbstverständlich gut, sondern es passiert eben auch viel medizinische Forschung, Gesundheitsforschung, die ja durchaus im Interesse, kommerziellen Interesse ist und mehr daran interessiert ist, an welchen Medikamenten oder mögliche Hilfsmittel man noch gut verdienen könnte und nicht daran, was wirklich im gesellschaftlichen Interesse ist. Und dann gibt es die dritte große Frage, wer entscheidet eigentlich, welche Daten dafür zur Verfügung gestellt werden? Kann da eigentlich noch der Einzelne, dessen Daten da verarbeitet werden, darauf zurückgreifen oder darüber bestimmen oder geht das gar nicht mehr? Noch einmal zu dieser elektronischen Patientenakte, die in der elektronischen also zusammenhängt mit der elektronischen Gesundheitskarte. Auch da gibt es ab 2023 vor allem die Möglichkeit, aber das ist jetzt eben schon geregelt, dass nochmal viel mehr Daten da zusammenkommen, eben auch aus den Fitnessarmbändern und von den Krankenkassen. Und ab 2023 können dann die Daten pseudonymisiert und verschlüsselt der medizinischen Forschung zur Verfügung gestellt werden. Das ist dann freiwillig, aber ob man immer weiß, für welche Forschungsprojekte die wirklich zur Verfügung gestellt werden, ist eine andere Frage. Und natürlich kann die Freigabe jederzeit zurückgezogen werden. Selbstverständlich bleiben Daten dann in den Forschungsprojekten, in denen sie schon bearbeitet worden sind, erhalten. Aber sie werden nicht mehr weiter bearbeitet. Das Forschungsdatenzentrum ist mit dem Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation neu geschaffen worden, und da geht es eben darum, dass die Krankenkassen alle ihre Versorgungsdaten, die sie haben über die einzelnen Patienten, dem jetzt gesammelt im Forschungsdatenzentrum weitergeben, pseudonymisiert weitergeben. Das heißt aber trotz allem, gerade Gesundheitsdaten ist es eigentlich fast egal, ob sie pseudonymisiert oder auch anonymisiert werden. Sie sind immer relativ einfach wieder rückverfolgbar, auf wen das im Einzelnen zutrifft. Diese Daten stehen relativ vielen Nutzungsberechtigten zur Verfügung. Die Industrie ist bisher nur ausgenommen von der Nutzung und beschwert sich gerade aktuell ständig darüber, dass sie davon ausgeschlossen ist und fordert, dass das endlich auch geändert wird, weil sie ja auch wichtige und sinnvolle Forschung machen und gerade diese Daten nutzen könnten.
Das Wesentliche an diesem Forschungsdatenzentrum ist, dass die Daten, dass die Krankenkassen die Daten dahin weitergeben und dass die Versicherten überhaupt gar keine Möglichkeiten haben, darauf Einfluss zu nehmen. Also sie können nicht zustimmen und sie können auch noch nicht mal der Weitergabe widersprechen, sodass das diese riesige Datensammlung mal erst so ohne jede Zustimmung erfolgt. Und das sind immerhin einige Millionen Versicherte, um die es da geht. Dann gab es noch die NACO-Gesundheitsstudie. Die gibt es jetzt schon seit 2013, glaube ich, eine Langzeitbevölkerungsstudie. Und die Auseinandersetzung damals ging schon sehr stark darum, um diese Frage, dass es eben keine informierte Zustimmung ist, die dafür notwendig ist. Es werden Daten aus dem Einwohnermeldeamt per Zufallsgenerator gezogen. Und dann kann man immerhin in einer relativ gelassenen Situation, weil man jetzt nicht selber krank ist oder in der Behandlung ist, entscheiden, ob man mitmacht oder nicht. Sie haben relativ große Schwierigkeiten gehabt, die ausreichende oder die angestrebte Zahl von Leuten überhaupt zusammenzukriegen. Aber trotzdem, wenn man dem zustimmte, war das immer eine breite Zustimmung von, man stimmt zu, dass alle die Forschungsprojekte, für die NACO dann steht, das stand mal früher für nationale Kohorte, also die dieses Forschungskonsortium für richtig hält, für diese Studien gab man seine Daten her. Natürlich konnte man die Daten jederzeit zurückziehen, also die Einwilligung zurückziehen. Aber man wurde nicht darüber informiert, welche Forschungsprojekte konkret tatsächlich damit gemacht wurden. Genau. Jetzt gibt es relativ neu die Medizininformatik-Initiative, an der wieder ziemlich vor allem Universitätskliniken beteiligt sind und die vor allem gesagt haben, es fallen doch sowieso so viele Daten bei uns und in den Universitätskliniken an, dann könnten wir die auch einfach mal zusammenfassen und versuchen daraus Forschungsprojekte zu machen. Aber auch hier werden natürlich nicht nur die Daten, die in der Uniklinik anfallen, erfasst, sondern es wird versucht, auf möglichst breite andere Daten auch zurückzugreifen und die zu sammeln, also auch Arztbriefe, persönliche Krankengeschichten bis hin zu Biomaterialien, was auch die NACO sammelt. Die Zustimmung ist natürlich auch hier freiwillig, das heißt aber in diesen Situationen ist es, dass man in ein Krankenhaus kommt, in eine Universitätsklinik letztlich ja, weil man irgendwie krank ist und zu einer Behandlung will und man muss in dieser Situation letztlich entscheiden, ob man da tatsächlich seine Daten zur Verfügung stellen will oder nicht und auch da zunächst mal sehr pauschal für Forschungsprojekte, die von der Medizininformatik-Initiative angegangen werden. Aber man ist in einer schwierigen und abhängigen Situation, in der man eigentlich solche Entscheidungen nicht treffen kann. Aber immerhin ist hier eine Weiterentwicklung in der Hinsicht gewesen, dass auf der Forschungsseite oder auf der Webseite des Forschungsprojekts immer darüber informiert wird, welche Projekte damit angegangen werden, sodass man zumindest wissen kann, was man gemacht wird. Und außerdem kann man sich auch in eine Mail-Verteiler eintragen lassen und wird dann zumindest eine Woche, bevor ein neues Forschungsprojekt anfängt, informiert, was gemacht wird, sodass man da im Prinzip zumindest auch wissen kann und rechtzeitig auch vor einem solchen Forschungsprojekt seine Daten zurückziehen kann. Aus der Information von dieser Medizininformatik fand ich, dass die zumindest sehr ehrlich diese Situation geschildert haben oder die Gefahren auch geschildert haben, indem sie eben sagen, sollten ihre Daten trotz umfangreicher technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen in unbefugte Hände fallen und dann trotz fehlender Namensangaben ein Rückbezug zu ihrer Person hergestellt werden, so kann eine diskriminierende oder anderweitig für sie und gegebenenfalls auch nahe Verwandte schädliche Nutzung der Daten nicht ausgeschlossen werden.
Das ist ehrlich, nur die Frage ist, ob man dann wirklich noch so richtig bereit sein kann, seine Daten zur Verfügung zu stellen. So richtig ist es eben auch keine informierte Zustimmung, aber sie kommt dem alten Mittel und Forderung, dass es das zumindest sein muss und dass derjenige, der Daten hergibt, wissen muss, wofür, und zwar sehr konkret wissen muss, wofür die eigentlich genutzt werden, sehr viel näher. Von daher ist es durchaus ein Fortschritt, wenn man eben auch trotzdem fragen muss, was alles mit diesen Daten gemacht wird und wie viele Sammlungen von diesen Daten da eigentlich inzwischen entstehen. Soweit die Information zunächst mal. Genau, ich habe nur zum Schluss noch mal das kleine Bild in der Erinnerung daran, dass wir die DigiGuess ihre Arbeit auch nur machen können, wenn wir gefördert werden, wenn wir Spenden kriegen und Fördermitglieder werden. Ja, ja, herzlichen Dank. Vielen Dank, liebe Elke. Ich habe tatsächlich auch direkt nochmal eine Frage. Also für diejenigen, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben und Rückfragen haben, das war eine ganze Menge an Informationen oder sonstige Anmerkungen. Auch Kritik ist erlaubt. NPA096 ist der Hashtag auf Twitter. Ich habe jetzt aber allerdings erstmal eine Frage zu diesen Datenforschungszentren. Ich weiß gar nicht genau, ob du da noch mehr zu sagen kannst, aber die kommen ja in der Debatte um auch Datentreuhänder beispielsweise immer wieder vor. Also so diese Idee, da gibt es irgendwie eine Entität, der können wir Bürgerinnen unsere Daten anvertrauen und dann werden damit irgendwie tolle Dinge gemacht, Big Data, künstliche Intelligenz womöglich, und am Ende werden wir alle gesünder und eine bessere Gesellschaft dadurch. Das ist ja so ein bisschen die Vorstellung. Aber wie sollen die eigentlich konkret funktionieren? Wo sind die aufgehangen, diese Forschungsdatenzentren? Sind die der Bundesregierung unterstellt? Also da gehen ja Daten unter anderem der Krankenkassen hin. Sozusagen, wie werden die gemanagt? Wie werden die kontrolliert? Und du hattest schon gesagt, dass BürgerInnen da eigentlich nicht widersprechen können, was die Daten Weitergabe angeht, aber haben Bürgerinnen da irgendeine Form der Mitsprache, wofür die Daten dann eingesetzt werden, beispielsweise für welche Forschungsprojekte? Also ich kann da auch noch nicht so ganz viel zu sagen, weil das Forschungsdatenzentrum, also dieses spezielle, es gibt da ja noch mehr Forschungsdatenzentren mit anderen Daten, aber dieses speziell für die Gesundheitsdaten wird ja jetzt gerade erst neu eingerichtet und es ist dem Gesundheitsminister unterstellt. Also das muss man Herrn Spahn ja schon lassen. Er hat ja ganz viel an das Gesundheitsministerium gezogen. Also so wie in der Gematik hat das Gesundheitsministerium jetzt auch die Mehrheit von 51%. Sodass es letztlich darüber entscheidet, wie es damit weitergeht. Dieses Forschungsdatenzentrum ist auch ans Gesundheitsministerium gebunden. Ich wüsste aber nicht, dass es irgendeine Kontrollmöglichkeiten darüber gibt. Ein Interesse, also neben der medizinischen Forschung, ist ja auf jeden Fall auch die Gesundheit, also die Steuerung von Gesundheit, Bevölkerungssteuerung und Überblick dazu kriegen. Und dafür werden die Daten natürlich auch benutzt. Aber wie die Kontrolle tatsächlich aussehen soll, weiß ich nicht. Und dass es da irgendwelche Formen des Bürgerdialogs gibt, Einbindung von BürgerInnen, ein Aufsichtsrat aus BürgerInnen oder sowas? Also in dem Gesetz war das, soweit ich weiß, nicht vorgesehen. Und ich denke, der Streit darum wird auch noch erst kommen. Und natürlich gibt es auch einige, die überlegen, zum Beispiel dagegen zu klagen, dass man noch nicht mal der Weitergabe widersprechen kann, der Daten. Aber es ist eben auch alles noch relativ neu und wird sich noch zeigen. Okay, auf Twitter gibt es keine Fragen. Twitter ist sehr still heute Abend. Ich habe allerdings noch eine. Bei der Frage oder bei dem Thema der Digitalisierung des Gesundheitswesens habe ich das Gefühl, dass wir noch viel stärker, als wir es sonst haben in so Digitalisierungsdebatten, es sehr zwei sich konträr gegenüberstehende Lager gibt. So die DatenschützerInnen sagen am besten alles gar nicht digital, weil jede Datensammlung ein Risiko darstellt, ein potenzielles, und auf der anderen Seite sozusagen jetzt den Gesundheitsminister, der sagt, okay, Datenschutz kümmern wir uns später drum oder gar nicht, Hauptsache es wird jetzt, wir müssen, und dann eben die Dinge sehr schnell umsetzt und wo dann auch, ja weiß ich nicht, in der Argumentation ja dann auch immer so mitschwingt, ja ihr Datenschützer, wenn ihr verhindert, dass wir Forschung machen, dass wir Menschenleben retten durch Forschung, weil ihr euch querstellt. Also wo findet man sozusagen den Mittel,
Mittelweg in der Mitte? Oder anders mal gefragt, wenn du dir jetzt konkret ein oder zwei oder auch drei Dinge wünschen könntest, die in der Debatte anders laufen und die der Bundesgesundheitsminister umsetzen soll oder auf die er achten soll bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens, was wäre das? Worauf würdest du da einen Fokus legen wollen? Also ich betone ja inzwischen immer eher so, dass diese Telematik-Infrastruktur ja von der Absicht her eine völlig richtige und vernünftige Sache ist. Also es muss eine Möglichkeit der Kommunikation geben. Und bei der Frage, ob man tatsächlich zentral, also in welchem Maße man tatsächlich Daten, zentrale Datensammlungen anlegen kann und will, bei Gesundheitsdaten, da bin ich ehrlich gestanden immer wieder ein wenig hin und her gerissen. Weil ich glaube, natürlich brauchen wir Datensammlungen, aber es gibt ja durchaus Ansätze in der Forschung, stärker mit zusammengefassten Daten arbeiten zu können, die eben nicht mehr so individualisierbar sind und mit denen man dann anders arbeiten kann. Und was die Patientenakte betrifft, also da glaube ich, dass es da noch eine Menge Möglichkeiten gibt, die entwickelt werden müssen und die nicht sofort jetzt zur Verfügung stehen, aber dass es deutlicher sein muss, dass man sich dieser Gefahren bewusst sein muss und dass es die Daten, die einmal in der Welt sind und veröffentlicht sind bei Gesundheitsdaten, nicht mehr rückholbar sind. Das ist mehr als wenn man ein Konto veröffentlicht und verloren geht. Das ist das eine. Und das andere ist dann bei den Patientenakten. Da glaube ich tatsächlich, dass die Frage nach einer stärkeren Überlegung von dezentralisierten Speicherungen und abwägen, in welcher Form, an welchen Stellen, für welche Patienten tatsächlich andere Nutzungsmöglichkeiten da sein müssen, dass es also viel individueller auch da Entscheidungen geben muss. Okay, dein Wort Dankeschön. In Jens Spahns Ohr. Hoffen wir mal, dass so manches davon umgesetzt wird. Ansonsten wird die digitale Gesellschaft weiter sozusagen dem Bundesgesundheitsminister auf die Finger schauen und sich einsetzen dafür. Vielen Dank für diesen Einblick. Ja, herzlichen Dank.